Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wir schießen Kürbis in den Weltall und nie wieder zurück. Feuer frei. Warte mal, drehen. Herzlich willkommen. Huch. Hey, fliegt sich gut. Das kann auch mal ein Huch passieren tatsächlich. Fliegt sich gut. Huch ist zwar nicht effizient, aber er fliegt sich gut. Ja. Gut. Oh Mann. Ein bisschen weg. Ein bisschen leiser machen hier, das ist ja voll laut. Oh, und ich habe eine Nachricht bekommen. Stagen. Und alles ist kaputt. Ich weiß, was ich noch ändern wollte. Flug zurücksetzen auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Ich weiß, was ich noch ändern wollte. Eieiei. Was heißt ändern wollte? Das wollte ich an einer anderen Rakete tatsächlich machen, an der hier eigentlich nicht. Reaktionsräder wollten wir auch noch ein bisschen dran bauen, aber brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Wollte ich an einer anderen Rakete tatsächlich machen, weil die hier eigentlich immer funktioniert hat. Wir versuchen das nochmal. Also, Cobra spielt momentan Ico auf den Server von Dennis. Gut. Dennis. War das der? Der meinte so eine Art, ja, wenn du eine Währung machst, dann nehme ich die aber nicht an. Ich weiß es nicht. Könnte es sein. So. Einer von Cobras Leuten, ich weiß, war das damals. Wo ich mir halt so gedacht habe, naja, wer halt zuerst soweit ist, der ist doch soweit, oder? Und dann muss man halt dann die Währung annehmen, die zuerst da ist. Oder? Es sei denn, man will nicht unbedingt zusammen spielen. Naja. Jedenfalls meinte Cobra, der Server läuft ja noch eine Weile, also von dem Minecraft-Server tatsächlich. Das heißt, man könnte ja noch weiterspielen. Also ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Ich weiß nicht, ob es Dennis damals war oder ob es jemand... Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es jemals damals war. Also irgendjemand von Cobra sollte jemals... wo ich mir so gedacht habe, naja. Muss das sein? Man will ja eigentlich miteinander spielen, gerade bei Eco. Man will ja diesen Asteroiden abschießen. Ja, erstmal ist es ein Asteroid, der dann zu einem Meteor wird. Man will den ja abschießen, dass er eben nicht runterkommt. Wobei Abschießen halt eigentlich ziemlich dumm ist. Man müsste den umlenken. Das wäre halt auch so eine Idee, die man einbringen könnte in Eco allgemein, dass man sagt, okay, man schießt ihn nicht ab, sondern man lenkt ihn nur um und verschiebt sozusagen das Ende nur so in der Art. Und dass halt dann auch, dass halt der Server dann eigentlich weiterläuft und so und halt andere auch noch bis zum Ende spielen können oder so. Nein, nicht drehen, nicht drehen. Genau deswegen. Tschüss. Moment, war das mit dem Ding auch so, dass ich da... Können wir schon mal abspringen. Oh, die Airbrakes sind ja drin. So sind die Airbrakes drin.
Wer hat die E-Brakes ausgefahren? Ich habe nicht auf die Bremse gedrückt. Man sieht's, die Bremse ist nicht drin. Okay. Ich glaube, das sind so richtig rum, oder? Wenn ich so eintauche, dann müssten die ja eigentlich, oder? Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass es richtig rum ist, dass das passt. Also für mich wird es so rum auf jeden Fall Sinn machen, tatsächlich. So, was haben wir sonst noch zu machen? Guck mal, was machen wir? Mehrkraftscan. 1,2 Wissenschaft. Ach, naja. Wir spulen mal ein bisschen vor. Drehst du dich? Na, ganz langsam, ne? Hat er jetzt einen Schub in die richtige Richtung gegeben oder nicht? Jetzt drehe ich jedenfalls was. Na komm. Was ist das hier eigentlich? 127 Grad. Retrograd? Das Retrograd? Ah, wir sind 127 Grad schief zum Retrograden wahrscheinlich. Kann das sein? Ah, nee, kann nicht sein. Oder? Ach, das ist unsere momentane Richtung, wo wir hingucken würden auf dem Navball. Genau, wir sind auf 119, hier ist dann 90. Oder? Also hier ist dann ja 90. Dann würde das das anzeigen wahrscheinlich. Dann komm, ich gebe mal ein bisschen Schub. Einfach nur, damit ich das mal umdrehen kann. Moment, wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Habe ich hier... Ah ja, genau, hier habe ich die, die ich nicht ausfahren muss. Perfekt. Habe ich letztes Mal schon geguckt, ne? So, reicht. Und dann... Wechseln. Als Ziel setzen. Wie geht denn der hin? Wollte so rum. Ich habe falsch gedrückt, tatsächlich. Es lag an mir.
Moment, wie kann ich denn das machen? Manöver hinzufügen? Dass ich das. So vielleicht? Nö. So. So würde das gehen, also in die Richtung müsste ich brennen. Na komm. Na komm, dreh dich. Das war auf jeden Fall schon zu weit, das steht fest. Moment, wenn ich jetzt hier rückläufig einfach mal anwähle und hier langsam mal Gas gebe dazu. Okay. Ich bin happy damit. So. Manöver. Plus. Plus, 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 minus. Okay. 6 Kilometer. Ah, okay. Plus. Na, wird nicht besser, oder? Na doch, wird schon besser. Wir haben halt noch einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsunterschied dann. Gefällt mir nicht. Wir machen Minus und wir machen ein bisschen. Ja, komm. Wo ist es denn? Hier. Wir machen es so vielleicht. Oder warte mal, wir müssen erstmal noch hier was anpassen, sonst wird das überhaupt nichts. Wenn wir hinzufügen, das sehe ich nämlich gerade. Aber wir machen es einfach hier. Sonst wird das nämlich überhaupt nichts. So. Okay. Dreh dich. Was halt echt schade ist, dass ich hier jetzt schon so einen Haufen Treibstoff rausgeblasen habe. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich hoffe einfach, dass es reicht. Aber letztes Mal war es schon ein bisschen knapp. Aber wir haben ja noch welches. Wir haben ja noch Treibstoff dort. Dann können wir zur Not noch holen. Denke ich mal. Das müsste doch irgendwie gehen, oder? Ich habe doch welchen da gelassen. Oder? Habe ich welchen? Ich glaube, ich habe welchen da gelassen. Eco. Ist irgendwie so ein Spiel, das hat mir tatsächlich beim ersten Mal richtig, richtig Spaß gemacht, beim ersten Mal spielen. Und als ich es dann zum ersten Mal irgendwie durch hatte, ja, dann wollte ich es irgendwie nochmal spielen, also einmal. Dann habe ich es noch einmal gespielt tatsächlich. Und dann war es eigentlich okay. Also es war eigentlich okay. Das war das beste Mal, dass ich tatsächlich gespielt habe, das zweite Mal. Das war echt alles super und so. Habe ich echt nette Leute auch kennengelernt und so. Und dann wollte ich es ein drittes Mal spielen, irgendwie beim dritten Mal, ich kannte irgendwie alles so ein bisschen und ja, manches war halt ziemlich auch kompliziert und so und irgendwie hatte ich dann gar keine Lust mehr.
Also mit manchen Sachen wollte ich mich halt tatsächlich auch nicht auseinandersetzen und andere Sachen, ja, waren dann so kompliziert oder so schrecklich gelöst einfach, dass ich es irgendwie gar nicht mehr spielen wollte. Okay. Wir müssen ein paar Mal kreisen. 2 Tage. Wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's denn hier aus? Ja, es wird schlechter. Okay, aber wenn wir das hier machen, wird es mal alles besser. Genau. Und wie sieht's hier aus? 1,2 Kilometer, super. 0,1 Kilometer, super. Machen wir genau so. Schon mal da draufklicken. Oh Gott, wann hört das? Geh mal auf. Das waren jetzt nur 2 Tage oder so, ne? Naja. Ja, hier oben steht's ja, 2 Tage. Ach, juhu, das dauert. Aber wir müssen eh noch ein bisschen vorspulen, sehe ich gerade. So, und jetzt wollen wir uns diesen Punkt hier angucken. Passt. Meter pro Sekunde brauchen wir nicht drauf zu rasen, das ist ein bisschen viel. Wo ist denn unser Ziel? Da. Oh, wir rasen ja wirklich dran vorbei. Wir haben da sogar noch Fuel mit. Ja, super eigentlich. Ändert sich halt nichts. Okay, gut. Achso, und das Teil habe ich auch noch mit. Eigentlich, wieso fliege ich weiter weg? Muss doch. Achso, weil das hier rückläufig ist. Deswegen. Wie viel Monotreibstoff habe ich eigentlich mit? Naja. Naja, beziehungsweise auch mit. Warte mal, wir können auch erstmal die hier noch machen. So.
Gott. Das braucht aber echt viel. Ich muss das trotzdem mit normalem Treibstoff machen. Auch wenn das Ewigkeiten dauert zum Drehen, sonst dauert es nämlich noch länger und wir fliegen immer weiter weg davon. Das ist nicht gut. So, wir fliegen drauf zu. Gleich mal in die andere Richtung ausrichten. Dass wir bremsen können. Mit den Triebwerken noch, weil mit den LFS, das ist echt ein bisschen langwierig. Das dauert ein bisschen sehr lange. Annähern. Oh, warte mal, können wir dann überhaupt noch docken? Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Oh Gott, ich glaube, wir können gar nicht docken. Oh nein. Ich glaube, wir können gar nicht docken. Ne? Okay, wir fliegen oben drüber vorbei, das ist in Ordnung. Wir testen das mal, ob wir da überhaupt docken können. Oh nein, sonst brauchen wir noch einen Adapter. Müssen wir noch einen Adapter hochschießen. Das hatte ich dafür beim letzten Mal berücksichtigt. Dieses Mal habe ich berücksichtigt, den Wiedereintritt einigermaßen zu überstehen. Letztes Mal hatte ich berücksichtigt, docken zu können. So verschieben sich die Prioritäten. Okay. Wieso? Ist doch arretiert, oder nicht? Ja, ist es. Auf eine Linie bringen. So. Das war schon wieder zu viel. Hm.
Na komm. Ja, so, so. Erstmal gucken. Na komm. Im Vorsprungmodus kann ich nicht. Warte mal. Beisprung. Oder? Ja, so ist richtig. Achso, das ist hier wieder kein physischer Wurf, weil auch wenn es nicht unbedingt schneller ist, sondern es ist einfach nur die Tatsache, wir sind im Weltall, da gibt es so einen Wurf nicht. Ja, wieso auch immer. Also. Weiter nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Okay. Ein bisschen vorspulen. Ja, wieso null? Na komm. Wenn ich vorspule, ist es auf einmal auf null. Irgendwie komisch. Wer war es auf 0,3? Ich befürchte, das funktioniert nicht. 4 und 3, das passt nicht zusammen. Ich fürchte, das passt nicht zusammen.
Ich sehe nicht, wie das gehen könnte. Nein. Puh. Ich sehe nicht, wie das gehen soll. Leider nein. Fit. Also, Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe gerade heute keine Lust mehr tatsächlich. Ich muss mal gucken, was im Haus los ist, was eben dieser Lärm auszusagen hatte. Ich mache das mal auf Kilometer pro Sekunde. So, in der Hoffnung, dass wir da ungefähr stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Und dann bringen wir hier einfach zwischendrin so ein Mini-Teil rein, was das ein bisschen eine Verlängerung einfach nur ist, was wir dann da dran basteln, dass wir uns zusammen docken können. Hat sich schon wieder auf 0,1 verändert. Ja, was soll's. Okay. Wenn ich hier jetzt vorspulen würde, wäre das wieder in Ordnung? Ach, nee, keine Ahnung. Egal. Naja. Okay, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Kerbal Space Program. Bis dahin, macht's gut.